Hauptschule, welche Klasse? Vierte. Vierte. Über das Bundesheer weißt du schon Bescheid? Zu halbwegs. Na, no, man hört einiges in diesen Tagen, ja. Aber du brauchst dich jetzt nicht fürchten. Er ist der Generalmajor des österreichischen Bundesheers und er ist auch der Ehrenleopold-Gewinner 2001 der Nürnberger Großen Gala im Kongresscasino Baden. Damals war er und sein Team gemeinsam mit Feuerwehr und Rettung ausgezeichnet worden für die kräftige Hilfe beim Hochwasser 2001. Auf alle Fälle herzlich willkommen, Professor Hans Tschulig. Unvergessliche Weihnacht. Die Autorin Elisabeth Hofleitner-Bartmann. Unvergessliche Weihnacht. Als Anna noch ein kleines Mädchen und der Krieg in vollem Gange war, hatten die Menschen nicht einmal mehr genug Geld für Lebensmittel. Und dennoch wollte Anna und ihre Familie Weihnachten feiern. Alle wussten, dass sie keine großartigen Geschenke bekommen würden und trotzdem freuten sie sich darauf. Ihr Vater nahm die letzten Ersparnisse und kaufte ein kleines Bäumchen, etwas Mehl und Zuckerwürfel. Anna und ihr Bruder hatten im Herbst Nüsse und Esskastanien gesammelt. Und ihre Mutter backte daraus kleine Kekse, die sie auf das Bäumchen hängten. Auch Zuckerwürfel in Papier eingewickelt und kleine Äpfel aus dem Garten schmückten den Baum und die Spitze zierte ein Stern aus Stroh. Zur Feier des Tages wurde auf der heißen Herdplatte Maroni und Kartoffeln gebraten. Alle waren von der bescheidenen Weihnacht erfasst. Doch ganz hinten in der Ecke lagen zwei kleine Pakete, die darauf warteten, geöffnet zu werden. Anna konnte es kaum glauben. Ihre Eltern schenkten ihr doch tatsächlich eine Puppe. Ihr Bruder, der vierjährige Hansi, bekam einen selbstgenähten Teddybären. Seine Augen glänzten und er konnte seine Freudentränen nicht zurückhalten. Seinen alten Bären hat er verloren, als sie während eines Fliegeralarmes zu dem nahegelegenen Bunker rannten. Die Gedanken an die Bombenangriffe, wenn sie auch nun in weiter Ferne schienen, kehrten für einen kurzen Moment zurück. Um seine Familie etwas abzulenken, stimmte Annas Vater das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht« an, und bald darauf hallte es durch das ganze Haus. Es dauerte nicht lange, da klopften auch schon andere Hausbewohner an die Wohnungstür und fragten mit belegter Stimme, ob sie denn mitfeiern dürften. Natürlich stimmten Annas Eltern zu und auch Frau Wilde war herzlich willkommen. Keiner hatte sie seit der Nachricht vom Tod ihres Sohnes an der Front reden gehört. Sie saß demütig in der Runde, und plötzlich stimmte sie beherzt und überzeugt in den Gesang ein, dass jeder von einem neuartigen Gefühl an Geborgenheit erfasst wurde. Herr Franz, den man in den letzten Jahren kaum in der Kirche sah, fing an zu beten und alle stimmten ein. Es war schön wie schon lange nicht mehr. Manche hatten sogar Tränen in den Augen, ob vor Freude oder in Gedanken an die Lieben an der Kriegsfront, konnte keiner sagen. Einer nach dem anderen erzählte von seinem Leben, seinen Ängsten, aber auch von seinen Hoffnungen. Anna saß still in einer Ecke und lauschte, bis sie einschlief. Am nächsten Morgen waren die Gäste gegangen, die Maroni gegessen und nur der Baum erinnerte an den wunderschönen Abend. Bald kehrte der Alltag zurück. Die Menschen gingen wieder arbeiten, es wurden neue Lebensmittelmarken verteilt, und fast täglich gab es wieder Fliegeralarm. Doch etwas Besonderes war geblieben. Die Leute aus Annas Haus waren einander näher gekommen. Die Frauen trafen sich beim Wäschewaschen und beim Strümpfestopfen und die Männer halfen sich gegenseitig bei anfälligen Reparaturen. Anna fühlte sich wie in einer neuen großen Familie. Heute ist diese Anna meine Oma und 70 Jahre alt. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit erzählt sie mir von diesem besonderen Weihnachtsfest. Ich kenne diese Geschichte bereits in- und auswendig. Aber ich höre ihr immer wieder gerne zu, wenn sie mit den eindringlichen Worten endet. Die Not hat uns vor mehr als 60 Jahren gezeigt, was wirklich zählt im Leben.
Elisabeth Hofleitner.